So, schön, dass Sie wieder da sind. Ganz herzlich willkommen, liebe Zuschauerinnen und Zuschauer, in unserem Format der Naturmedizin. Ja, heute vor einer Woche hatten wir zwei Gäste da, die mir ganz besonders am Herzen liegen. Das ist nämlich einerseits, und da möchte ich ganz herzlich nochmals willkommen heißen, lieber Dr. Med. Volker Schmiedl. Du bist Arzt an der Paramed in Bar. In Bar. Ich will lieber Paracel sagen, aber sorry, das ist die Paramed in Bar, genau, im Kanton Zug. Für mich die bekannteste Adresse überhaupt in der ganzen Schweiz. Also danke, dass du wieder da bist. Gerne. Und auf der anderen Seite der Alexander Martens. Du bist wirklich auch ein Phänomen. Du hast eine große Firma aufgebaut im Bereich Nahrungsergänzungsmittel, Lebensmittel. Auf der anderen Seite bist du Sportwissenschaftler und jetzt noch Doktorand. Also unglaublich, was du da in dieser kurzen Zeit alles aufgebaut hast. Also schön, dass du da bist. Dankeschön. Danke vielmals. Letzte Woche hatten wir eine Sendung gemacht und wir hatten da über das Omega-3 gesprochen. Wie bedeutsam das Omega-3 ist. Aber ist jedes Omega-3 wirklich ein Omega-3? Darum möchte ich heute eigentlich lieber mal über die Qualität von Omega-3 sprechen. Was reicht heutzutage? Ich habe Leute da, die sagen, ich esse dreimal in der Woche Fisch, also ich brauche sicher nichts mehr, Omega-3 zu nehmen. Stimmt diese Aussage? Also erstmal zum Fischessen muss man genau dann schauen, was essen die denn für einen Fisch? Es gibt da Riesenunterschiede. Es gibt die mageren Fische wie Kabeljau, wo nicht sehr viel Omega-3 drin ist. Mhm. Ich habe mal ausgerechnet, wenn man so den normalen Tagesbedarf von 2 Gramm EPA DHA mit Fischen decken wollte, dann bräuchten wir 500 Gramm Kabeljaufilet, aber jeden Tag. Und bei den Fischstäbchen kämen dann noch die Panade mit dazu. Das reicht dann noch gar nicht aus. Ja. Bei Makrele wären es 100 Gramm. Bei Hering wären es eben auch etwa 100 Gramm, aber bitte schön jeden Tag. Wer kann das jeden Tag essen? Mhm. Das schafft man nicht. Und es wäre auch heute wegen der Schadstoffbelastung nicht mehr empfehlenswert. Ich sage so, ein bis zweimal in der Woche Fisch geht vermutlich noch. Sehr viel mehr würde ich heute aber nicht mehr empfehlen. Und dann haben wir nicht mehr die Omega-3-Mengen. Mhm. Also wir müssen es auf irgendeine andere gesunde Weise ergänzen. Mhm. Fische am Ende der Nahrungskette, Schwertfisch, Haifisch, Thunfisch, würde ich noch weniger empfehlen. Maximal einmal im Monat. Und Krebspatienten, neurologischen Patienten, Schwangeren, würde ich diese Fische heute auf gar keinen Fall mehr empfehlen. Und wir brauchen einfach bessere Quellen, die eben schadstofffrei oder zumindest schadstoffarm sind. Das ist die eine Sache. Und darum greifen eben viele dann heute mittlerweile auf Präparate zurück. Leider kommen sie da manchmal vom Regen in die Traufe, weil viele Präparate auf dem Markt sind einfach schlecht. Ich mache bei meinen Patienten, wenn sie schon Fischöl einnehmen, die meisten in Form von Kapseln, dann mache ich immer die Bissprobe mit denen. Also ich sage, nehmen Sie Ihre Kapseln mal und beißen Sie bitte mal drauf. Und wenn die dann das Gesicht verziehen, eklig sind, ja, angeekelt vom Geschmack und vom Geruch, dann weiß ich schon, was los ist. Dann hat die Hersteller nämlich ein ranzig gewordenes Fischöl abgefüllt. Das war doch typisch das Lebertran, wo ich doch als Kind hatte, oder? Wenn man da drauf gebissen hat, dann war es ja eine Katastrophe. Das war dann leider eben auch ranzig. Man hätte es auch anders herstellen können. Man wusste damals noch nicht viel von Oxidation. Mhm. Man hatte einfach nichts anderes. Aber heute können wir das alles genau messen und wir können Oxidation verhindern. Indem wir einerseits die Fische sehr frisch verarbeiten, und zum anderen, wenn wir schon Kapseln abfüllen, dann kann ich die Kapseln so abfüllen, dass in den Fässern, wenn die leerer werden, nicht die Luft nachkommt, weil da haben wir schon Oxidation, sondern ich kann dann Stickstoffgas oder Edelgas nehmen, dann habe ich auch keine Oxidation. Das ist natürlich extrem aufwendig, ist auch viel teurer, mhm. aber das leisten sich manche Hersteller nicht und darum sind eben die Kapseln häufig verdorben. So meine persönliche Schätzung ist, etwa 80% meiner Patienten nehmen ranzige Fischölkapseln und da frage ich immer, wer würde ein ranziges Olivenöl nehmen? Wer würde ranzige Butter essen? Das würde kein Mensch machen, mhm. aber für ranziges Fischöl geben die Leute Geld aus und das nutzt der Gesundheit nicht, es schadet der Gesundheit. Eben, es ist ja ein Oxidationsprozess, das heißt, es ist nichts mehr drin, was ja auch gut wäre. Das heißt, dieses EPA und DHA innerhalb diesem ranzigen Omega-3 ist dann gar nicht mehr drin. Es ist umgewandelt, es ist quasi nicht mehr wirksam. Und wird sogar schädlich? Kann sogar schädlich sein, klar. Ja.
katastrophal eigentlich. Ja. 80% sind deine Erfahrungen. Das ist jetzt meine subjektive Schätzung gefühlt. Ja, ja. Und jeder Verbraucher zu Hause, der Omega-3-Kapseln hat, kann es ja mal selber ausprobieren. Mhm. Die dürfen nicht nach Fisch schmecken. Also ein ganz leichter Hauch darf da sein. Aber wenn die so richtig penetrant nach Fisch schmecken und riechen, dann kann er sicher sein, dass es ranzig geworden ist. Ein gutes Öl, und das ist eben auch der Vorteil von dem flüssigen Öl. Ich lasse alle meine Patienten immer probieren. Und dann sind die immer ganz erstaunt und sagen, oh, das schmeckt ja gar nicht oder das schmeckt ja fast gar nicht nach Fisch. Das hätte ich jetzt aber nicht gedacht. Aber das weiß ja jede Hausfrau. Ein ganz frischer Fisch, frisch gefangen oder ganz frisch aufgetaut, der riecht ja auch nicht nach Fisch. Erst wenn er länger liegt, dann fängt er an zu stinken. Also bitte immer die Qualitätskontrolle machen. Es darf nicht stinken. Ja, das sind jetzt viele wichtige Hinweise gewesen. Ich habe auf dem Markt auch schon Fischöl gesehen. Stinkt denn dieses Fischöl auch schon? Grundsätzlich. Also es gibt schon diverse Fischflaschen, also Fischölflaschen. Da kann es natürlich auch schon dazu kommen, dass die stark nach Fisch riechen, weil die auch schon sehr gut oxidiert sind. Ja. Also auch Finger weg davon. Auch dort würde ich immer davon abraten, auch dieses Fischöl dann zu trinken, weil es nichts anderes ist als das, was gerade beschrieben wurde in den Kapseln. Ja. Okay. Und diese Kapseln, wenn ich dieses hochwertige Fischöl in dieser Kapsel habe, dann ist in dieser Kapsel der Schutz drin, dass keine Oxidation stattfindet. In den richtigen Produkten, die halt aufwendig auch hergestellt werden, da ist natürlich dann auch dieser Schutz gegeben in diesen richtigen aber Produkten. Wenn ich jetzt so ein hochwertiges Omega-3 suche auf dem Markt, dann muss ich darauf achten, dass es irgendwo beschrieben ist, wie es abgefüllt wird. Das habe ich auch noch nirgendwo auf einer Kapsel gesehen. Also wenn man bei Herstellern nachfragt, dann können die darüber Auskunft geben. Mhm. Und man wird die Informationen in der Regel nicht kriegen. Mhm. Wenn ich es jetzt ganz genau wissen will, kann ich beim Hersteller den Totox-Wert erfragen. Totox steht für totale Oxidation. Und nach dem Lebensmittelrecht muss der Wert bei Ölen unter 26 sein. Ein gutes Fischöl liegt aber im Bereich von 10 oder noch weniger. Mhm. Und wenn man es genau wissen will, muss man eben fragen. Mhm. Und ein seriöser Hersteller wird die Zahlen auch herausgeben. Mhm. Okay. Kennt ihr einen seriösen Hersteller diesbezüglich, wo das schon macht? Also wir würden dort immer Norsan empfehlen. Also sie sind derzeit qualitativ wirklich das Beste, was man am Markt bekommen kann. Mhm. Man hat auch die Geschmäcker, wie wir gerade beschrieben haben. Also man hat nicht diesen fischigen Geschmack, sondern es schmeckt halt alles so ein bisschen, eine Nuance Fisch ist immer dabei. Klar, wenn es aus dem Fischöl ist. Aber der Geschmack ist halt einfach sehr angenehm. Ja. Und dadurch wissen wir natürlich auch, dass da keine vermehrte Oxidation stattgefunden hat. Ich kenne das. Ich habe viele Leute, die das auch bei uns abholen, immer wieder dieses Norsan. Mhm. Viele haben einfach immer ein bisschen Gefühl, das schmeckt nach Fisch, aber es ist überhaupt nicht so, demzufolge. Ich habe es noch nie gemacht. Ich habe immer Tabletten geschluckt. Ich dachte immer mit Schlucken, aber das hast du in der letzten Sendung gesagt, wenn man richtig schlucken will, muss man wirklich ordentliche Dosis haben und ziemlich viel schlucken. Da ist es viel einfacher, die flüssige Version zu nehmen, oder? 15 normale Fischölkapseln oder 5 richtig große Fischölkapseln, dann wäre man bei der Menge von einem Esslöffel. Aber das macht eben auf Dauer fast niemand. Okay. Eine andere wichtige Sache, vielleicht noch zur Oxidation, wenn ich das ergänzen darf. Das Norsanöl wird noch mit einem sehr hochwertigen Olivenöl versetzt. Was? Mit Olivenöl. Sicher? Also, ja. Und das ist gut, wenn es gemischt wird? Ja, das ist gut. Und zwar haben die ein wirklich sehr, sehr hochwertiges Olivenöl. Ich habe mal eine Flasche pur davon bekommen. Und wenn man da den Deckel aufmacht, dann riecht das, als wenn man auf einer frisch gemähten Bergwiese wäre. Das heißt, man kann die Polyphenole, die sekundären Pflanzeninhaltsstoffe, die eine hochstarke antioxidative Wirkung haben, kann man da quasi rausriechen. Mhm. Und wenn das Fischöl damit behandelt wurde, dann hält es länger. Mhm. Das Norsan-Fischöl hält 45 Tage lang frisch, wenn man es zwischendurch in den Kühlschrank stellt. Und 45 Tage ist schon eine sehr, sehr lange Zeit. Ja, es sind ja noch kleine Flaschen, oder? Also wenn das muss ja mal leer sein. Also wie lange hält eine Flasche ungefähr? Wenn man einen Esslöffel einnimmt, was für die meisten eben die Standarddosis ist, dann ist das in der Regel nach etwa einem Monat aufgebraucht. Mhm. Also man ist dann weit vor dem Ablaufdatum sozusagen. Mhm. Okay.
Okay. Und normalerweise reden wir nicht über Preise, aber ich glaube, man Preis gesehen zu haben, das sind irgendwie so 5-6 Cafés oder 7-8 Cafés, die man halt nicht trinken darf im Monat, um die gleichen Kosten für diese Flasche zu kriegen. Stimmt das ungefähr? Ungefähr stimmt das. Also man zahlt so im Durchschnitt für ein gutes Norsan-Produkt zwischen 24 Euro und 27 Euro und hält dann aber auch für einen Monat. Ne? Okay. Aber man hat dann wirklich diese Menge EPA, genau. DHA, Omega-3, um diese Entzündungswerte in meinem Körper zu reduzieren. Mhm. Und die kriegen wir tendenziell ja immer mehr. Ich denke auch die ganzen Umweltverschmutzungen, der ganze Stress, die Luftqualität, die Nahrungsmittel, die wir heute essen, die Wasserqualität. Also das sind ja eigentlich alles nur Sachen, die den körpereigenen Entzündungsmodus fördert, oder? Und nicht abbaut. Ich war gerade noch bei den Preisen eben gewesen. Ich sage meinen Patienten immer, dieser eine Esslöffel Fischöl kostet in Deutschland etwa 1 Euro, in der Schweiz etwa 1,30 Franken. Mhm. Tagestherapiekosten. Und das kann sich jeder ausrechnen, das ist für die meisten durchaus leistbar, für die Effekte, die man damit erzielen kann. Wenn ich dich gerade so dir persönlich frage, ist es für dich auch eine der wertvollsten Dinge, die du in deinem Leben für dich selber gefunden hast und es auch umsetzt? Okay, also jetzt nicht für mich als Arzt, sondern für mich als Patient, als Mensch? Ja, als Mensch, ja. Ja, unbedingt. Also ich war früher ganz starker Migränepatient, also wirklich richtig, richtig schlimme Migräne. Ich habe es dann durch eine Amalgamsanierung besser hingekriegt, durch vernünftigen Umgang mit Koffein, spielt auch eine ganz große Rolle, habe ich es auch nochmal gebessert. Mhm. Aber seit 7 Jahren nehme ich regelmäßig selber Fischöl ein oder Algenöl. Und seitdem, also es stimmt wirklich, ich habe niemals mehr eine Aspirin oder Ibuprofen genommen. Selbst wenn ich mal ein bisschen viel Alkohol getrunken habe, ich habe niemals mehr einen Kater gehabt oder niemals mehr Kopfschmerzen. Und ich war ein richtig schlimmer Kopfschmerzpatient. Also ich möchte das nicht mehr missen. Danke für den Hinweis. Bei mir ist meine Migräne vollständig geheilt. Ich bin auch so einer, der sehr oft Kopfschmerzen hatte. Allerdings habe ich die Ernährung umgestellt und habe viel weniger, aber immer noch. Ich glaube, das Omega-3 könnte wahrscheinlich auch im Zusammenhang mit dem Darm stehen. Darm-Hirn-Achse, dass da vielleicht diese Migräne dann runterkommt? Oder? Verschiedene Punkte. Wir wissen, bei der Migräne ist immer auch Entzündung mit dabei. Mhm. Sonst würde ja Aspirin oder Voltaren, die würden ja auch nicht helfen. Also Entzündung spielt immer eine Rolle. Stress spielt auch eine Rolle. Wir werden eben auch stressresilienter mit dem Omega-3. Also es sind vermutlich verschiedene Faktoren. Möglicherweise Darm auch noch. Also Migräne ist ja eine multifaktorielle Erkrankung, aber gerade Omega setzt auch an verschiedenen Punkten gemeinsam an. Also das passt schon sehr, sehr gut. Als ich eine ganze Vortragsreihe mit 20 Spezialisten mal im Internet angesehen habe vom Frese-Institut, das vom Herrn Frese selber, das war habe ich ja dich auch kennenlernen dürfen, okay. So übers Dreieck. Da habe ich festgestellt, dann ist einerseits dieses Omega-3 ein Dauerbrenner gewesen von allen Experten. Man hat kaum mehr etwas anderes gesprochen, außer vom Omega-3 kommt plötzlich noch das D3 dazu. Wir kennen alle ein bisschen das D3, ist die Sonne. Wenn wir ein bisschen an die Sonne gehen, meinen viele, es reicht für eine ganze Jahresdosis. Die Vorträge haben aber ein ganz anderes Bild gezeigt. Möchte ich gerne mal dich noch ein bisschen bitten, lieber Alex, Omega-3-Pegel von uns Europäern, ist der einigermaßen okay? Oder was können wir tun, um ihn auf einen Stand zu bringen, der gut ist? Von Omega-3 oder D3 jetzt? Ach, Entschuldigung, natürlich vom D3, von der Sonne. Ja, also der durchschnittliche Wert in Deutschland oder in Europa ist natürlich viel zu niedrig, wie er derzeit angesetzt wird. Wir sind natürlich mittlerweile der Meinung, dass wir gute Werte zwischen 40 bis 60 Nanogramm pro Milliliter haben sollten. Wenn man jetzt mittlerweile ein Vitamin D3 misst, dann sagen uns die Labore, bis 30 ist es okay. Aber die Studienlagen, die wir derzeit immer wieder auswerten oder worüber wir auch referieren, sehen einfach, dass ab 40 Nanogramm pro Milliliter bis 60 die besten Veränderungen stattgefunden haben oder das Krankheitsbild sich einfach verändert hat. Ja? Und deswegen sollte man da schon schauen, dass man eher in diese Werte reinkommt. Ich habe eine Aussage im Kopf, da hat jemand, ein Arzt mir gesagt, dass wenn der Körper zu wenig D3 hat, dass eigentlich die Selbstheilungskräfte oder das Immunsystem gar nicht richtig funktioniert. Mhm. Kannst du das nachvollziehen? Ist diese Aussage korrekt? Ja, also wenn wir gute Vitamin-D-Spiegel haben, dann ist es natürlich auch sehr gut für unser Immunsystem, für unsere Immunzellen, dass die immer wieder aktiviert werden oder auch richtig schalten, wenn es um einen Effekt geht, der gerade vorhanden ist oder nicht vorhanden ist. Mhm. Also vor allem auch dieses Einpegeln zwischen Entzündungsparameter hochfahren oder runterfahren. Da kannst du wahrscheinlich noch mehr dazu sagen als Arzt. Das beobachtest natürlich du
viel mehr in deiner Praxis. Ne? Das Schöne an Vitamin D ist, dass es kein Immunstimulant ist, wie es manchmal behauptet wird, sondern es ist ein Immunmodulator. Mhm. Das heißt, ein zu schwaches Immunsystem wird angeregt. Es gibt ganz klare klinische Studien, die belegen, dass wir, wenn wir gut mit Vitamin D ausgestattet sind, im Winter viel weniger Infekte aufweisen. Andererseits wird das Immunsystem aber auch herunterreguliert, wenn es nämlich überschießend arbeitet. Zum Beispiel bei den Autoimmunerkrankungen wie Asthma, Rheuma, Neurodermitis. Also es hat eine doppelte Wirkung, eben eine modulierende, eine ausgleichende Wirkung. Und das ist fantastisch an dem Vitamin D. Ja, also es ist eigentlich fast fahrlässig, wenn man diesen D3-Pegel nicht betrachtet, wenn man gesundheitlich angeschlagen ist. Und auch fahrlässig, wenn wir es präventiv auch nicht beachten würden. Mhm. Ja, ja. Aber es ist nicht in der Praxis so, oder? Meine, außer dieser Tropfen, also die Kapseln da mit Leber dran, die ich als Kind gehabt habe, war das Thema D3 eigentlich überhaupt nie ein Thema. Gar nie. Mhm. Und wenn ich mich an den Professor Spitz nochmal so, ich glaube, er hat es gesagt, wenn ein kranker Mensch zu wenig D3 hat, hat er gar nicht die Energie, um sich selber gesund zu machen. Kann man das so stehen lassen, diese Aussage? Ja, es wirkt sogar auf den Energiehaushalt. Ja, das ist verrückt. Und das, was ihr jetzt da gerade sagt, ist unglaublich bedeutsam. Wir wissen, wenn jemand ganz niedrige Werte hat, dann machen wir auch mal manchmal so eine Hochdosis, dass wir also jetzt nicht die möglicherweise Erhaltungsdosis von 4000 Einheiten, also ich selber nehme auch 4000 Einheiten am Tag ein, das brauchen die meisten Erwachsenen, um einen guten Spiegel zu haben. Aber wenn ich einen ganz starken Mangel habe, dann gebe ich auch mal 20.000 Einheiten mal für 10 Tage oder 20 Tage, je nachdem, wie hoch der Spiegel ist. Und viele berichten dann, dass sie einen unglaublichen Powerschub bekommen haben. Dass sie sagen, Mensch, ich wusste ja gar nicht, wie dreckig es mir ging. Ich wusste gar nicht, dass ich auch noch Erschöpfung hatte. Ich fühle mich ja ganz, ganz anders. Bemerkt mich jeder, aber höre ich immer wieder, wenn man aus ganz niedrigen Werten sehr schnell hochkommen. Mhm. Ja, also ich bin ein bisschen erstaunt jetzt über diese Werte, weil ich habe auch kürzlich mal den Kantonschemiker hier gehabt. Wir haben miteinander geredet, sagt, in der Schweiz sind 800 Einheiten, Tagesdosis erlaubt und alles weitere ist nicht zu verkaufen. Habe gerade einen Herrn noch hier im Studio, hat mir gesagt, das Gesetz in der Schweiz ändert sich. Wir gehen, glaube ich, auf 2.500 rauf, ist das korrekt? Das sind 60 Mikrogramm, ja, genau. Also 2.500 Einheiten, du nimmst 4.000. Kann man das auch so kaufen oder diese Einheitendosis, weil früher waren einfach irgendwie 800 pro Tag erlaubt. Mhm. Also was man schon machen kann ist, also die Firma Natogena zum Beispiel hat zwei Produkte, einmal das Lipovitamine Kids, da sind pro Tropfen 1000 internationale Einheiten Vitamin D mit drin und natürlich alle weiteren fettlöslichen Vitamine, die auch dazugehören. Ansonsten gibt es natürlich auch nur das Lipovitamine Forte, 5000 und da sind halt 5000 internationale Einheiten pro Tropfen drin. Ich habe da eine wichtige Frage. Wenn man ja schon weiß, die Schweiz hat immer gesagt 800 Einheiten. Wie war es in Deutschland übrigens? Wie viel durftet ihr schlucken? Bei uns sind es derzeit 2000. Okay, also ihr durftet fast dreimal mehr schlucken als wir. Mhm. Also wenn man ja weiß, dass die Schweiz nur 800 am Tag dürften und auf der anderen Seite kann man es ja messen und sieht, dass man eine totale Unterversorgung hat, beißt sich das nicht? Also diese 800 Einheiten sind ja auch die Zufuhrempfehlung der Ernährungsgesellschaften. Das ist ganz, ganz komisch. Die DGE oder auch die Schweizer Ernährungsgesellschaft sagen, wir sollen mindestens 800 Einheiten mit der Nahrung kriegen. Und die Pharmazie sagt dann, ja, wir dürfen aber maximal 800 mit Tabletten nehmen. Das ist irgendwie ganz, ganz komisch. Und dazu kommt noch, diese 800 Einheiten können wir mit der Nahrung gar nicht kriegen. Ich habe das wirklich mal ausgerechnet, was das bedeuten würde. Das würde bedeuten 400 Gramm Makrelenfilet am Tag oder 20 Liter Vollmilch oder 20 Eier oder 4 Kilogramm Schweineschnitzel oder 1 Kilogramm Pilze oder 800 Gramm Pitti-Meerschweinchenfutter. Jetzt wird es lustig, aber zugleich traurig, denn eigentlich ist ja relativ wenig Pitti-Meerschweinchenfutter. Jeder kann mal selber in den Supermarkt gehen, in die Tierfutterabteilung und wird dann sehen, in nahezu jedem Tierfutter ist Vitamin D drin und zwar in gar nicht ganz geringen Mengen. Warum? Die Hersteller wollen, dass die Tiere länger leben und länger das Futter fressen. Das ist jetzt echt traurig. Und in Menschenfutter darf es nicht reingemacht werden, ist streng verboten. In Margarine darf ein bisschen rein, aber sonst ist es verboten, Vitamin D ins Essen reinzutun.
ganz grausam. Und wir können es mit der Ernährung nicht kriegen. Und Sonne haben wir eben auch nicht so viel. Und wir leben halt heute nicht mehr so viel vor 200 Jahren. Vor 200 Jahren waren 90% der Bevölkerung Bauern. Die waren vom Frühjahr bis zum Herbst, von morgens um 5 bis abends um 11 waren die auf dem Feld gewesen. Und die hatten keine Sonnenschutzcreme mit Lichtschutzfaktor 50. Die hatten keine Vitamin-D-Probleme. Aber heute leben wir nicht mehr so. Das heißt, wenn wir gute Spiegel haben wollen, natürliche Spiegel, dann müssen wir heute eigentlich alle was nehmen. Okay, und wir dürfen ja kaufen und wir dürfen es einnehmen, ohne dass wir jetzt vorher mit dem Arzt sprechen oder der Arzt es uns verordnet. Genau, die EFSA, die Europäische Lebensmittelsicherheitsbehörde, die sagt, bis zu 4.000 ist völlig okay, auch ohne Kontrolle. Ich als Arzt würde trotzdem immer gerne kontrollieren wollen, weil viele haben noch mit 4.000 immer noch zu wenig. Es gibt Leute, gerade wenn die ein bisschen dicker sind, die brauchen 6.000, 8.000, manchmal 10.000, aber ich kontrolliere das nach. Und ich sage auch jedem über 4.000, bitte immer kontrollieren. Wir wollen keine Überdosierung. Es ist sehr schwierig, in eine Vitamin D-Überdosierung zu kommen, aber es ist schon geschehen. Also es gab neulich gerade jemanden, der hat sich selber ins Nierenversagen gebracht mit Vitamin D, ist dann groß in der Presse breitgetreten worden und ich habe mir mal die Mühe gemacht, mal rauszukriegen, was der genommen hatte. Es war sehr, sehr schwer, das rauszufinden. Der hatte 50.000 genommen. 50.000 jeden Tag. Und wie lange? Das habe ich nicht rausgefunden. Aber wenn das Monate oder Jahre macht, ohne Kontrolle, dann kann das natürlich schon gefährlich werden. Aber wenn ich jeden Tag 10 Aspirin nehmen würde, dann würde auch nicht jemand sagen, oh, Aspirin ist gefährlich, weil er jetzt ein Magengeschwür gekriegt hat. Das ist nur natürlich. Überdosierungen sind gefährlich. Also dieses Omega-3 und D3 ist eigentlich ein Traumduo, wo man heutzutage einfach nehmen muss, um gesund zu bleiben oder um gesund zu werden. Kommt man um diese zwei Dinge einfach nicht drum herum? Kann man das so ganz klar sagen? Also das würde ich schon so unterstreichen, aus dem einfachen Grund, weil Vitamin D ja auch fettlöslich ist und die Omega-3-Geschichten oder die Omega-3-Produkte sind ja auch sehr fettreich oder sind ja Fette. Dadurch wird natürlich das Vitamin D auch noch viel besser aufgenommen. Ja? Und die Fette, fettlöslichen Vitamine, die sogenannten EDKs, kann man sich immer so merken, EDK und A, brauchen halt die Fette und deswegen würde ich es halt immer in Kombination geben. Ja. Noch eine Frage, der Professor Spitz wurde im HMA gefragt in einem Interview, ob man das D3 immer muss in Kombination mit K2 nehmen. Ich habe das Gefühl, es ist ein Riesenhype gerade. Alle sagen, oh, ich bin schlauer, K2 musst du nehmen. Er sagt, nein, das sind einfach nur wirtschaftliche Märchen, die da geschrieben werden. Seht ihr das als Experten auch so? Das ist meine Lieblingsfrage. Meine auch. Ganz schon auf jedem Vitamin D-Vortrag kommt immer diese Frage. Die Sache ist einfach die, es gab mal eine Studie, da hat man bei Frauen in den Wechseljahren mit Osteoporose, hat man gesehen, wenn man Vitamin D und K2 zusammengibt, haben die eine bessere Knochendichte als D oder K2 alleine. Also bei dieser speziellen engen Indikation hat man einen Synergismus-Effekt gesehen. Und von den Herstellern oder interessierten Leuten wurde jetzt einfach dieser Synergismus-Effekt auf alles übertragen und wurde daraus dann das Ammenmärchen, Vitamin D wirkt nicht ohne K2, das ist wirklich böse. Das hat den Hintergrund mit dieser Osteoporose-Studie und ja, bei Osteoporose messe ich auch K2, das kann man mittlerweile auch messen und gebe das, wenn es im Mangel ist. Aber ansonsten, alle anderen Dinge sind bisher nicht belegt beim K2. Okay. Die Datenlage ist dann noch viel zu dünn. Es könnte sich günstig auf die Gefäße auswirken, gibt so ein paar dezente Hinweise, aber das ist noch ganz, ganz dünnes Eis. Eine richtige klinische Studie, die harte Belege ergeben hat, hat es noch nicht gegeben. Okay. Keiner macht was falsch, wenn er K2 dazu nimmt, überhaupt nicht. Ja. Aber ich verordne es im Moment nur bei Osteoporose, wenn ich einen Mangel gefunden habe. Und diese Märchen, dass D3 nicht funktioniert, ohne K2 ist und bleibt ein Märchen. Ja. Den Beleg möchte ich mal haben. Ja. Den gibt es noch nicht. Super. Also ich habe da auch noch keine Studien drüber gefunden. Eher Studienlage im Bereich Vitamin D und Vitamin A. Ja. Aha. Ja, weil beide ja heterodimer arbeiten, um das mal zu erklären, die brauchen sich beide. Das heißt, bevor Vitamin D, eigentlich auf dem Vitamin D-Rezeptor, der ja bei 37 Zelltypen, Niere, Leber, überall gefunden wurde, andocken kann,
muss es quasi sie einen Komplex eingeben mit Vitamin A. Ja, also man kann sich vorstellen, man hat einen Vitamin D-Rezeptor, man hat einen Vitamin A-Rezeptor und bevor beide auf dem Genom andocken können, auf der Vitamin D-Rezeptoreinheit, müssen sie den Komplex eingehen. Erst dann können sie epigenetisch arbeiten. Mhm. Und das sind eigentlich die Ziele, die wir eigentlich haben, wenn wir mit Vitamin D arbeiten möchten, sprich Immunmodulation, Entzündungsparameter oder. Mhm. Ja. Leider ist die Sendezeit schon wieder wie im Flug durchgegangen, aber ich denke, wir haben es wirklich auf den Punkt gebracht. Wenn ich über dieses Traumduo noch weitere Informationen lesen will, gibt es da weitere Informationsstudien oder Materialien, die ich irgendwo lesen kann? Bei uns auf der Internetseite, also auf der natugena.de oder natugena.ch, sind immer unter den passenden Produkten, unter den Rohstoffen vor allem, immer auch klinische Studien oder Erklärungen, warum, weshalb sollte man das so geben. Wunderbar, großartig. Und ich glaube, du hast auch noch eine Homepage. Ich habe auch eine Homepage, www.dr-schmiedel.de. Und da habe ich alle meine Artikel, die ich in verschiedenen medizinischen Zeitschriften veröffentlicht habe, oder auch mein Newsletter, also etwa einmal im Monat gebe ich einen Newsletter raus, den man kostenlos bestellen kann, ist dort alles nachlesbar. Und über Vitamin D, Omega-3 finde ich natürlich besonders viel. Mhm. Und Vitamin D, Omega-3 ist ja durchaus teilweise unter Beschuss geraten, dass Studien doch nicht so positiv waren, wie wir das gerne hätten. Und die habe ich mal genau analysiert, bisschen schwieriger, bisschen komplizierter, aber da konnte ich eigentlich dann nachweisen, dass auch diese negativen Studien eigentlich zeigen, dass Omega-3 und Vitamin D doch funktionieren. Mhm. Man muss nur genau hingucken. Mhm. Unglaublich. Also ich danke euch ganz herzlich. Vermutlich kostet das alles einfach viel zu wenig, sodass man es einfach wieder kaputt reden muss und letztendlich sich einen Markt aufbaut von vielen kranken Menschen, statt eigentlich die Prävention und Selbstheilungskräfte zu aktivieren. Ich danke euch zwei ganz herzlich. Liebe Zuschauerinnen und Zuschauer, Sie haben es gehört, es ist eigentlich ganz einfach, Omega-3 und D3, dieses magische Duo. Bitte achten Sie mal darauf, wie Ihr Pegel aussieht. Gehen Sie zu Ihrem Arzt oder zu Ihrem Heilpraktiker, lassen Sie es messen, wenn Sie es wollen, oder supplementieren Sie so, wie uns der Arzt es mal empfohlen hat oder wie er es selbst macht. Wenn Sie dieses Produkt suchen wollen, Natugena hat eine Homepage, hat er gesagt, wo alles drauf ist, oder eben beim Dr. Schmiedel. Da sind die Informationen für Sie da. Wir blenden sie auch gerne noch als Balken ein. Ich wünsche Ihnen alles Gute, danke für die Aufmerksamkeit und Ade miteinander.